Eine Servicemeldung vor dieser Folge. Ich habe während der Folge bisschen den Ton schlecht abgemischt. Es tut mir sehr leid. Ab Minute 12 reduziere ich den Spielsound etwas. Dann wird es besser, aber das ist nur ein Teil des Problems. Der andere Teil ist, dass ja, das Mikrofon so eingestellt ist, dass es aus irgendeinem Grund, eventuell auch weil der CPU überlastet war, Hacker gibt. Also immer mal wieder Aussetzer von meinem gesprochenen Ton. Ich hoffe, es ist okay. Ich habe es mir selber angeguckt. Es fällt jetzt nicht groß auf, wenn ich da manchmal meinen Bart gebrubbelt habe. Nichtsdestotrotz wollte ich mich entschuldigen und ich hoffe, euch gefällt die Folge trotzdem. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Nuzlocke hier mit mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr damit eingeschaltet habt. Es sieht jetzt schon wieder anders aus als bei der letzten Folge. Wir sind immer noch ein bisschen am Rumprobieren, wie das Setup am idealsten ist. Ihr hängt jetzt für mich an einer total weirden Stelle. Irgendwie, weiß ich auch nicht. Halb rechts über meinem Bildschirm. Genau, und ich habe. Ja, es ist jetzt eine andere Kamera als beim letzten Mal. Die hat eine etwas bessere Auflösung, aber sie fordert auch meinen CPU ein bisschen mehr. Ich kann es nicht auf 1080p hochballern, weil dann ist die CPU-Auslastung zu hoch. Sie ist jetzt schon dauerhaft bei um die 80%. Glaube ich, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich werde es mit einer Gehirnzelle im Auge behalten während der Aufnahme, aber es sollte uns nicht weiter interessieren, hoffentlich. Genau, bevor wir jetzt losstarten, abonniert gerne den Kanal, dann habt das hinter euch und dann seht ihr immer, wenn ein neues Video online geht. Da würde ich mich dann sehr drüber freuen. Wir finden uns hier mitten auf dem Strand wieder nördlich von den Zinnoberinseln, soweit ich weiß. In der Nähe wird noch ein Item zu finden sein. Da bin ich ja jetzt schon scharf drauf. Was wird es so sein? Ein Blumenbrief vielleicht oder etwas ähnlich Sinnvolles. Ja, das ist der Klassiker, ne? Du drückst gerade auf Aufnahme und dann hast du einen Frosch im Hals. Okay. Da fischt man nach Pokémon und was weist an? Ein Trainer. Ich glaube, ich habe nicht in den Haken gebissen. Das tut, glaube ich, ein bisschen weh. Oh, ich habe so ein richtig hartes Trauma. Ich war mal aus einer Jugendfreizeit oder sowas in der Art in der Schulzeit. Und da war halt auch ein See. Und es ist ein Mädel halt in den See gegangen und da war ein Angelhaken am Boden und sie ist auf den Angelhaken getroffen. Am Fuß. Der steckte dann in ihrem Fuß. Und seitdem habe ich richtig Horror davor, irgendwo barfuß in den See, wo man nicht gucken kann, zu gehen. Ja, also übrigens wegen der CPU-Auslastung. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Aufnahme oder so abbricht. Das bedeutet, dass die Kamera anfängt zu hacken. Hacken? So. So zu. Ja. Keine Ahnung, ich bin auch kein Experte dadurch. Ich habe davon nur gelesen. Es führt dazu, dass Frames ausgelassen werden und halt. Fakt. Besser kann ich es auch nicht erklären. Und deswegen können wir uns auf jeden Fall schon mal emotional davon verabschieden, irgendwelche also derzeit auf jeden Fall hochaufwendigen Spiele zu spielen, wie, keine Ahnung, Anno 18 oder sowas in der Art. Das wird auf jeden Fall nix in nächster Zeit. Ich hoffe. Morgen ist der erste RimWorld-Livestream auf meinem neuen Twitch-Kanal. Ich hoffe ja, dass das dann läuft. Notfalls müsste ich wieder auf die etwas schlechtere Kamera zurückwechseln. Weil die ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer fürs. Aber wir gucken es uns mal an. Wir lassen es auf uns zukommen. Sagen wir es so. Ich finde es immer so ein bisschen disrespectful, wenn ich so einen Trainer einfach so weglabere, weil ich die ganze Zeit geistig eigentlich woanders bin und gar nicht darauf achte, was passiert. Aber so ist das nun mal, wenn man so gut ist wie ich. Guck mal, kannst du nichts machen. So, die Libeldra ist schon wieder immer so ein Zwischending, wo ich nicht genau weiß, was bist du eigentlich, wo kommst du her, was machst du hier. Ist Drache auf jeden Fall, aber den zweiten Typ weiß ich immer nicht. Nicht Feuer, ich glaube, es ist Gestein. Jetzt mal vermuten. Da hat er meinen Legendary einfach paralysiert. Ich glaub's ja nicht. So eine dreiste Dreistigkeit. Soll ja nur Stufe 36 sein? Stufe 6. Und Trainer. Stufe 36. Eigentlich.
Das mit der CPU-Auslastung, Lorenzo, vielen Dank für den Kampf übrigens. Ich habe sehr genossen. War nicht geistig ganz woanders. Manchmal führt es halt auch dazu, dass der Rechner dann irgendwann abstürzt, also sich aufhängt. Ist auch schon das eine und das andere Mal vorgekommen. Naja, das können wir erst lösen, das Problem nachhaltig, wenn ich reich und berühmt bin. Also eigentlich reicht auch reich. Berühmt muss nicht unbedingt sein, aber Lotto gewinnen würde helfen. Könnt ihr ja mal Bescheid sagen. Firma. Lotto-Firma? Keine Ahnung von Lotto. Sicherlich. Einfach immer nicht vom Tisch wackeln. Schuldig. Die ganze Zeit am Tisch. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht. Aber leid. Ich hab's jetzt einfach mal gemacht. Ich habe das jetzt entschieden. Ich hab das eigentlich. Ich weiß, dass wir. Dann haben wir so gefangen. Ich weiß, dass wir irgendwas. Haben. Getan haben. Letztes Mal irgendjemanden haben wir gefangen. Frag mich nicht welchen. Randul? Ich geh mir aus den Augen. Ich hätte jetzt irgendwas mit 20 geschätzt, aber das stimmt alles nicht. Oder also, es stimmt schon, so wie es hier steht, aber ich erinnere mich nicht daran, eins dieser Pokémon gefangen zu haben. Drifflon. Hab ich. Oh, da war ja irgendwas. Oh, das wird ja hier nichts. Was ist denn das für eine Scheiße? Wollen wir mal Dragoran, der langweilt sich schon seit. Der ist jetzt, glaube ich, mindestens 40 Folgen lang nicht im Kampf gewesen. Da würde ich mich auch langweilen. Wenn ich jetzt direkt One-Hit, dann gehe ich in Rente. Könntet ihr mal bitte aufhören, meine Pokémon die ganze Zeit zu paralysieren? Da wäre ich doch sehr dankbar. In Alabastia haben wir Funkura gefangen, daran erinnere ich mich. Dragoran. Ich lasse dich für die nächsten 40 Folgen auch wieder im Team, wenn jetzt nicht mal. Gut, hat das Schutzschild sowieso nicht, also getroffen. Ist so jetzt suspekt, oder? Level 55 Dragoran. Ey, das ist einfach eine Aufgabe im Leben und kriegt's nicht hin. Was soll ich sagen? Das war wirklich traurig. Aha, dein dreckiges Schutzschild, das kannst du dir sonst wohin schieben. Ich wollte übrigens meine Tetanus-Impfung bekommen, nicht? Seit 3 Jahren überfällig war und es tut mir der Arm weh. Schau, Sturmauge liefert ab. So wie das sein soll. Das war gar nicht. Oh, ich dachte, das wäre der Trainerkampf. Ich liebe Bikinis. Ich würde sie sogar im Winter tragen, wenn es ein beheizbares Modell gäbe. Selbst wenn es ein beheizbares Modell gäbe, deine Nieren. Die sind ja dann nicht beheizt. Wenn Nieren einmal kaputt, dann ist vorbei. Ich wäre da vorsichtig. Da war hier nicht auch diese komische Lady, die ihren Rücken eingecremt haben wollte von mir. Obwohl sie im Wasser ist. Da war doch was. Folge habe ich jetzt gerade erst hochgeladen, die ist aber letzte Woche aufgenommen worden. Habe ich vielleicht ein Gedächtnis. Ein leichtes Gedächtnis-Ungleichgewicht. Hoshi! Alles klar. War nett mit dir. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste schon wieder ins Pokémon Center und ich verstehe nicht wieso. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwie scheint es doch hier alles andere Level zu sein und ich bin nicht auf die Reihe. Holzkohle ungefähr genauso sinnvoll wie ein Brief. Komm jetzt. Bitte. Drachenzahn. Klingt, glaube ich, beeindruckender als es ist.
Ich höre Drachenzahn. Direkt Langeweile, Müdigkeit. So unbeeindruckt bin ich. Von. Tagoran, ey, wie furchtbar dieses Pokémon einfach. Ich will es nicht gucken. Ich habe auch das Gefühl, wir haben es wirklich nur, damit ich mich gut fühle, so ihm geholt. Wir haben es ja nicht gefangen, wir haben es ja im Casino uns erspielt. Und ich habe das Gefühl, es ist nur so ein Prestige-Pokémon. Genauso wie Groudon ein Prestige-Pokémon aussah. Ich glaube, so ein Spiel habe ich noch nie aufgenommen. Genau wie Groudon eins war. Da hat einer angebissen, auch schon wieder der gleiche Witz. Kampf in Ordnung. In Groudon habe ich dann ja selbst wurde verurteilt durch meine Unwissenheit. So ähnlich ist auch Dagora nur Prestige-Objekt für mich. Das zweite Libeldra. Kann das noch Zufall sein? Ist das überhaupt randomized? Man weiß es nicht. Vielleicht ist das alles ein großer Hoax. Oh, ich hasse so einen Schein. Stumm Auge. Ja, es gibt einfach Pokémon, die performen immer, aber es gibt da solche. Ja, wie soll ich das sagen? Problemfälle. Wer nach zwei Pokémon gleichzeitig fischt, wird keines fangen. Oh, das ist, glaube ich, eine Lebensweisheit. Odo, ich habe eine neue Lebensweisheit. Wer sich bei zwei Sachen auf einmal versucht, schafft am Ende beide nicht. Wie schwimmt der denn? Was ist das denn für eine Schwimmtechnik? Wenn ich fragen darf, der kraulende Schmetterling oder was? Halte durch, ich sehe schon das Festland. Bist du's? Oder meinst du die Insel da links? Rajan. Vielleicht eventuell mit Caesar verwandt, man weiß es nicht. Corina ist es auch so anstrengend. Ja, Gift halt. Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Werde ich nicht bezahlt. Ja, war scheinbar die falsche Intuition. Oh. Diese sind, haben mit allen Pokémon irgendwie so krass coole, nervige Fähigkeiten und meine nicht. Weißt du, das kann jetzt jemand sagen? Das Spiel noch ein bisschen besser. Fühl manchmal ist es zu sehr da. Minun. Ich will mal Minum sagen, aber es ist Minun. Ja, was völlig anderes. Los, Leon. Aber ich finde Minum klingt irgendwie sinniger. Na ja, egal. Game Freak fragt mich ja nicht, wenn es darum geht, wie man Pokémon nennen soll. Aber als dieses Pokémon entstanden ist, war ich ja noch zu jung, um gefragt zu werden. Was willst du denn jetzt mit deiner... Oh, Spezialverteidigung. Erdbeben ist bestimmt eine physische Attacke. Das sah doch ganz gut aus. Hätte irgendwie mehr darauf achten sollen, welches Level das Pokémon hat, ne? Ich war gerade so, ja, halt der Counter dagegen. Bei mir war gar nicht. Ja, scheiße, das gibt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Würde ich sagen. Auch Arsch. Belebt und erfrischt alle besiegten Pokémon. Wow. Nur gut, dass wir das nicht. Okay, wir können es benutzen. Oder halt es nur die belebten Pokémon. Dann können wir es nicht benutzen.
Angle ich, weil ich geduldig bin? Oder bin ich nur geduldig, weil ich angle? Das ist hier die Frage. Wir alle so philosophisch unterwegs hier, richtigen Geschichtsstunde. Der eine heißt Trajan, der andere sagt, mach nicht zwei Sachen gleichzeitig. Kriegst das nicht hin. Der weiß nicht, was mit seiner Geduld los ist. Vielleicht so ein Selbsthilfe-Ding hier. Das war unangenehm. Was ist denn los mit dir, Nuptuska? Es ist übrigens richtig weird, wenn man anfängt, Pokémon so aufzunehmen oder irgendwie anders zu machen und du mal gezwungen bist, wirklich jeden Pokémon-Namen auszusprechen. Jahrelang habe ich diese Namen nur gelesen und nie darüber nachgedacht, wie man sie wirklich ausspricht. Und jetzt durch das Aufnehmen hier bin ich gezwungen, dies teilweise vorzulesen. Und ich wundere mich darüber, wie schwer es teilweise auszusprechen ist. Oder wie komisch es sich anhört. Zum Beispiel habe ich als Kind, ich war felsenfest davon überzeugt, sehr, sehr lange, dass das Pokémon Traumauto heißt. Ich habe mich mal gefragt, warum heißt es Traumauto? Ja, es heißt Traumato. Machst du nicht nur. Ottokar, oh, es gibt einen Pokémon, es gibt einen Charakter in Animal Crossing, der Ottokar heißt. Auch einer meiner Lieblings, der sieht aus wie Takoyaki. Und ist ein Tintenfisch, das ist das Witzige. Takoyaki macht man mit Tintenfisch und er ist ein Tintenfisch. Und geil. Ich weiß, worauf kommen. Ich hatte einmal einen Schwimmlehrer, der war ein Quapuzzi wie aus dem Gesicht geschnitten. Okay. Er hatte also Wirbel im Gesicht. Warum ist eigentlich der Boden so rot? Wir sind doch am Wasser. Warte mal, Felino, das ist ein Boden. Das ist kein Wasser. Wieder verwirrt. Ich glaube, Elektrizität funktioniert da nicht. Nee, scheiße. Das war immer wieder denselben Fehler. Wenn ich jedes Mal ein Euro in ein Glas geworfen hätte, hätte ich viele Euros. Ja, ich frag mich auch vieles, Felino. Zum Beispiel, was habe ich falsch gemacht, um jetzt hier zu sitzen? Aber Amnesie heißt ja eher, dass man vergisst, was man sich fragt. Vergesst, was ich gesagt habe. Steht hier über Amnesie. Okay. Gut. War nicht so witzig. Ich finde es gut, dass man Wünschel jetzt auch ab und zu mal einsetzen kann. Haugt. Oh, das ist schon wieder so ein. Halleluja. Keine Ahnung, was das sein soll. Also. Meiner bescheidenen Prognose nach. Oh, und dann wäre ja irgendwas, was wir nicht haben, besonders gut dagegen. Also vom Prinzip her ist auch scheißegal. Oh, sehr, ne? Achtung, Achtung, Attention, Attention. Ocho, ocho, wie der Spanier sagen würde. Das habe ich einmal gemacht, den Fehler. Nie nochmal. Oh nein, jetzt beschwört es auch noch irgendwas. Schützt das gegnerische Team vor Volltreffern? Ich habe Fragen. Viele Fragen. Hahaha. Warte mal, Was? Unser Schlaganfall. Geht Seher daneben, wenn ich selber nicht angegriffen habe in dem Zug? Mann. Ich muss mich von meinem Lehrer schämen. Ich hab vergessen, was er gesagt hat. Was war mit seinem Lehrer? Vergessen. Ich hab doch irgendwas vorgelesen, bestimmt. Da rein, da raus.
gibt's denn das Festland hier? Der hat doch knallhart gelogen, der eine. Rina, die sich auf Vogel-Pokémon spezialisiert haben, kennen ihr Metier. Metier. Das ist eigentlich Französisch, das klingt so. Oh, Quaxo. Pokémon, was man echt selten sieht, finde ich. Grundsätzlich. Zieht sich heute wie ein roter Faden durch. Wir sind alle verwirrt. Heute. Levelfluktuation bei denen hier, oder? War es da irgendwas 43, 35? Es hat keine Wirkung. Da guckst du in die Röhre. Wo steht das Don in Don Fun? Fun steht ja Fan. Ach. Weiß ich nicht. Und schon wieder ein Level 3. Es ist doch, kann doch kein Super sein. Es ist das dritte. Das dritte in einer Folge. Wie oft haben wir überhaupt dreimal dasselbe Pokémon in einer Folge? Okay, nee, das nehme ich zurück, weil auf der wilden Route. Oh, mein Gehirn manchmal. Bei wilden Kämpfen gegen wilde Pokémon, sagen wir es so. Da trifft man ja dann sehr häufig die gleichen. Aber bei Trainern. Stellt euch die Frage nochmal, also, wie ich sie gestellt habe, nur anders. Und dann in Bezug auf Trainerkämpfe. Jetzt wisst ihr Bescheid. Epumentas. Hauptgestein. Ich hab wirklich manchmal, ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Diese Gefühle. Also, ja, das ist sowieso immer eine Frage, warum ich manchmal das Gefühl habe, dass ein Pokémon irgendein Typ ist. Ob ich das falsch mir gemerkt? Sollte aber nachdenken, den zu wechseln. Du bist halt nicht gut in deinem Metier. Er sprechen wir nicht mit. Wir sind cool. Ja, lassen wir mal weg. Oh, ich hab. Unangenehm. Eigentlich keinen Bock auf das Miteinander, aber das Ding ist halt, dass wir brauchen EP. Seien wir ehrlich. Hands down, wir brauchen EP. Was ist dein Feuer nicht? Was ist denn los mit dir? Miteinander, du willst es aber auch wirklich nicht. Dieses Pokémon ist komplett Feuerwehr unempfindlich. Kann das sein? Jeder ist empfindlich gegenüber. Oh. Da kriege ich echt Kopfschmerzen. Ich werde einfach nicht weg. Ich hab es. Ich will zu Herpes sagen, ich habe keinen Herpes. Lest mir mal vor. Die Freunde der Sonne fliegen jetzt zurück. Und das ist halt auch das Nervige, ne? Wir können in Alabastia uns nicht heilen. Wir können nach Alabastia fliegen, aber uns dann nicht heilen. Ach, da ist die Laterne an. Oh, schön. Langsam der Song, oder? Ist der immer so langsam?
einschlafen. Wie viele Prozesse beim CPU sind so normal? Einen normalen Wert? Die 187 Prozesse. Irgendwie scheint mir das. Ich habe auch keinen Vergleich. Mir gefällt auch sehr gut logische Prozessoren. Doch unlogische Prozessoren? Ich habe gerade so gelacht, weil ich Wirtschaftsinformatik studiere. Und jetzt bald meinen Master anfangen und ich. So ist das. Wenn man Informatik studiert hat, weiß man nicht, kann man nicht sofort jeden Computer reparieren. Es ist ja meistens einfach nur ein gewisses Grundinteresse. Entschuldigung, ja, ich hab mich über Butterlander ein bisschen geärgert. Was tun wir denn? Was können wir tun? Wollen wir es nochmal mit Dragoran versuchen? So, Dragoran, jetzt ist auch. Ja, blöd. Oh, ich sehe gerade, dass meine Grafikkarte angeblich 60 Grad hat. Das scheint mir sehr viel zu sein. Oh, dieser Computer ist einfach ein Mess. Ich grad ist normal. Ich google gleich nachher mal. Ein Ei draufbraten. Oh. Also ich werde jetzt etwas tun, was mich eigentlich nicht gut gefällt, weil man kann immer auf dem Willen genau oder so treffen. Aber ich packe jetzt Dragoran davor. In der Hoffnung, dass es hilft. Katini! Oh. Jetzt aber leid. Dragoran ist nicht zu gebrauchen, dieses Pokémon. Es sieht nur gut aus. Den Weg hier schwimme jetzt ich. Wollte da eigentlich nicht langlaufen. Mich aus Versehen einen Pixel zu weit links gefunden. Viele Leute sind hier denn einfach, oh mein Gott. Wir kommen einfach in 5 Jahren mal jetzt in Oberinsel an. Oh, warte mal. Ist das Typ Kampf? Und Typ Flug? Sollte ich mir Sorgen machen? Nein. Aber grundsätzlich schon, oder? Ist Kampf effektiv Flug? Da habe ich jetzt schon wieder irgendwas Komisches. Aber ich wollte doch den Trainer herausfordern. Lass mich doch einmal in Ruhe. Bitte, Bruderlander. Nur für eine Sekunde. Wissen, dass du der oberfiese, krasse Megadrache bist und uns alle fliegen kannst, aber es Schwimmen ist ein super Krafttraining, da man dabei den ganzen Körper bewegt. Oh. Kann jetzt grundsätzlich erstmal nichts gegen sagen. Zu Meryl. Ich bin dann immer zu faul zum Austauschen, weil das ist dann immer noch ein Zug extra, wenn ich jetzt hier austausche. Die Zeit haben wir gar nicht. Muss ja immer, wenn ich Azumarill sehe, muss ich immer an Kinderüeier denken. Weiß nicht warum. Aber die hatten früher so auch so ein Muster, wie das unten bei Azumarill auch ist. Vielleicht hat Pokémon ja zusammengearbeitet mit
Kinderüberraschung, dass die Leute indoktriniert werden, mehr Kinderüberraschung zu kaufen. Ich glaube, wir sind da was auf der Spur. Sieht komisch aus. Mein Gott, es hat seinen Kopf eingezogen. Warum hat es dafür seinen Körper zweimal von links nach rechts bewegt? Irgendwie ist es tut aber auch sehr dunkelblau, oder? Ist das... Der Bahn. Wir sind wirklich 3 Meter weit gekommen in dieser Folge, oder? Ich muss mich ein bisschen ranhalten, sonst dauert es noch weitere 100 Folgen. Weil ich und meine Pokémon haben 0,0 Kraft. Wenn man zu viel Krafttraining macht, ne? So, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn es so war. Ihr habt natürlich den Kanal schon abonniert. Ich habe ja vorhin schon mal gebeten. Und dann seht ihr auch immer, wenn eine neue Folge kommt. Pokémon immer Dienstag, Donnerstag um 17 Uhr. Und Anno am Samstag um 17 Uhr. Schaut gerne mal Twitch vorbei, twitch.tv/aufbau_Anne. Twitch ist der einzige Account, wo es noch einen Unterstrich gibt. Fragt mich nicht warum, es ist so. Und genau. Sagt mir gerne, ob die Kamera so okay ist. Ich werde jetzt einmal gucken, ob große Hacker drin sind. Wenn nicht, würde ich es jetzt erstmal so lassen für die nächsten Aufnahmen und dann ja, können wir eigentlich mal so weitermachen dann. Erste. Gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.